Hi, du willst die Auflösung von diesem Rätsel wissen? Dann geh jetzt nicht bis zum Ende des Videos, du wirst sie nämlich dort nicht finden. Hör mir lieber erstmal zu, ich werde dir nämlich im Verlauf des Videos noch einige Tipps geben und vielleicht kommst du ja noch selber dahinter. Ich sage zu meinen Schülern immer, Mathe ist zum einen sehr viel Verständnis, aber es ist auch gut, wenn man in Mathe ein paar Vokabeln kann, ja, wenn man die regelmäßig wiederholt. Und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwelche Formeln, Rechengesetze, sondern auch ja, prominente Zahlen sollte man kennen. Wenn du zum Beispiel die Zahl 63 hörst, an was musst du dann sofort denken? Wenn du gar nichts damit verbinden kannst, schlechtes Zeichen, ja, dann sitzen die Vokabeln nicht. Aber vermutlich hast du sofort gedacht an ja, 9 mal 7, ne? Kleines 1 mal 1. So, und jetzt überleg mal, was man in der fünften Klasse, also nach der Grundschule, dann noch so alles lernt, was man vielleicht ja, in der Grundschule noch nicht konnte, über das 1x1 hinaus. Und dann könntest du vielleicht hier doch noch erfolgreich werden. Wenn nicht, dann hören wir mal weiter zu. Also, wie gehst du die Aufgabe an? Du überlegst dir natürlich zunächst mal, kommt man irgendwie durch Addition, Multiplikation, Subtraktion, Division von einer Zahl zur nächsten, da wirst du jetzt hier die Zähne ausbeißen. Okay, was hat man denn dann noch für Möglichkeiten? Naja, wir schauen uns vielleicht mal Zahlen an, so wie 99. Das ist irgendwie eine besondere Zahl, ja? Das ist die letzte Zahl vor 100. Okay, also nach der 99 kommt die 100. Was kommt denn nach der 35 für eine Zahl? Da kommt die 36. Das machst du alles gerade noch in deinem Kopf, ja. Du probierst so ein bisschen rum, aber hier könnten jetzt schon ja, irgendwie die Sirenen losgehen. Ja? 36, 100, was haben wir da für eine Gemeinsamkeit? Kommst noch nicht drauf, dann schau dir vielleicht mal die 16 an. Und spätestens jetzt, glaube ich, klingelt es bei den allermeisten. Richtig, das sind die Quadratzahlen. Und genauso ist es bei allen anderen Zahlen. Der Nachfolger ist jeweils eine Quadratzahl. Und schon sind wir einen Riesenschritt weiter. 144 ist eine Quadratzahl und 256 ist eine Quadratzahl. Mal Video anhalten und versuchen, ab der Stelle weiterzumachen. Alleine. Ja, also du siehst, Quadratzahlen auswendig zu können, ist schon mal ein Riesenvorteil. Übrigens, was man in der fünften Klasse noch lernt, sind die Zweierpotenzen, würde ich dir auch also empfehlen, mindestens bis 2 hoch 10, die Zweierpotenzen auswendig zu können. Ja, das ist eine Zahl wie 1024 zum Beispiel, ja, es ist sofort was, damit anfangen kannst. Aber auch die Quadratzahlen von, ja, würde sagen, bis einschließlich 20, die sollte man einfach im Kopf haben. Okay, wie machen wir weiter? Wir schauen uns jetzt mal die Potenzen selber an, also das ist ja 1 zum Quadrat, das ist 2 zum Quadrat, das ist 4 zum Quadrat, 6 zum Quadrat, 10 zum Quadrat, 12 zum Quadrat und 16 zum Quadrat. Und jetzt schauen wir uns mal die Basen an. Und dann sehen wir, dass wir mit dem Rätsel längst noch nicht am Ende sind, weil die weisen jetzt auf den ersten Blick auch keinerlei ja, Logik auf. Also auch hier kann man jetzt wieder versuchen, wie komme ich denn von der 1 zur 2, von der 2 zu 4, von der 4 zu 6, irgendwie durch Multiplikation, Division, Addition, Multiplikation, erkennt man nicht so recht. Aber machen wir mal hier das Gleiche, was Ähnliches wie oben. Wir schauen uns vielleicht mal die Vorgänge oder die Nachfolger an. Also nehmen wir mal den Nachfolger. Nach der 1 kommt die 2. Nach der 2 kommt die 3. Nach der 4 kommt die 5. Na, jetzt klingelt es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen. Also Video anhalten und ab jetzt alleine weitermachen. Ansonsten kommt jetzt hier die Auflösung. Also zunächst mal habe ich hier die 7, hier die 11, hier die 13 und hier die 17. Also ich nehme immer den Nachfolger von der rot umkringelten Zahl. Und stelle fest, das sind tatsächlich ja, die Primzahlen und zwar ohne, dass irgendeine ausgelassen wäre. Ja, und jetzt ist nur noch die Frage, was kommt denn nach der 17 für eine Primzahl? Das ist die 19. So, jetzt muss ich praktisch rückwärts denken. Also 17, 1 zurück bin ich bei 16. 19, 1 zurück bin ich bei 18. Ich brauche also jetzt 18 zum Quadrat. Das ist 324. So, und hier bin ich ja auch immer 1 zurück, also ist die gesuchte Zahl die 323. So, und hier gibt es gratis noch ein Rätsel obendrauf. Was muss hier rein?
Und bevor wir das gemeinsam angehen, vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf meine Lernplattform mattegym.de. Da findest du also nicht nur Rätsel solcher Art, sondern vor allem alle Themen der Schulmathematik mit Lerntutorials, mit ausführlichen Musterlösungen, mit Schritt-für-Schritt-Lösungsmöglichkeiten, mit Rückmeldung nach jedem Einzelschritt. Schau dir das auf jeden Fall an. Eine der besten Lernplattformen in Deutschland. Über 400 Schulen nutzen das und über 150.000 Nutzer sind da aktiv. So, Tipp zu diesem Rätsel. Auch hier geht es wieder um Primzahlen. Jetzt mal anhalten und versuchen. Und hier die Auflösung. Also wir schreiben uns mal die ersten Primzahlen drunter. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ja, die nächste Primzahl wäre dann 17. Jetzt ist nur die Frage, was haben denn diese Zahlen da drunter, also die Primzahlen mit den Zahlen drüber zu tun? Muss man ein bisschen rumprobieren und irgendwann kommt man vielleicht drauf, mal die Differenzen zu bilden. Also wenn ich 5 minus 2 rechne, komme ich auf 3. 7 minus 3, 4. 11 minus 5, 6. Und schon eine Idee. Dann halt an und mach es alleine fertig. Ansonsten mache ich hier mal weiter. Also 8, 23 minus 11 ist 12 und 27 minus 13 ist 14. Und jetzt hast du mit Sicherheit erkannt, das ist immer die Nachfolgezahl. 2, dann kommt 3. 3, dann kommt 4. 5, dann kommt 6. Das heißt, nach der 17 kommt die 18. 17 plus 18 ist 35. Bingo! Wir sehen uns auf mattegym.de. Ansonsten bis zum nächsten Rätsel.